In Bachata zum Beispiel gibt es Pärchen, die sind so in dem Tanz, die kommunizieren so stark im Tanz und sie tanzen für sich, sie tanzen nicht fürs Publikum. Und wie du auch sagst, wenn du halt vor Ort bist und guckst dir das an, denkst du, boah, magisch. Aber das wirst du nicht mit jemandem genauso haben können. Weil mit jedem Menschen ist es auch anders. Mit manchen hast du ja dann auch so eine Kommunikation, wo du sagst, okay, wir sind irgendwo auf einer Ebene, auch energetisch. Ich sage, ich finde halt, es ist so ein Energieaustausch. Ich glaube, viele denken, wenn sie diese Schritte können oder wenn sie diese Kombination tanzen können, können sie das genauso mit anderen empfinden. Das passiert aber nicht. Das ist halt die Sache. Blase, bumm, platzt. Weil viele wollen ja genau das, Leider. die wollen ja dann, sage ich Genau. mal, diese tollen Gefühle mit jedem halt haben und müssten jetzt im Endeffekt ja Red Pill-artig akzeptieren, dass das ja gar nicht geht, dass Richtig. das dann mit jedem sich anders anfühlt. Das ist ja voll die Red Flag her. Was geht Ja, hier und ab?